Das Imperium des Heiligen Blicks grüßt seine Jünger und sieht ihnen tief in die Augen. Für alle anderen, ich schaue gerade tief in die Kamera rein. Und hallo auch an Mörp und Strategie-Ecke. Hallo. Hallo. Ich finde es übrigens lustig, ne, wo du das gerade gesagt hast, habe ich extra eine Grimasse gezogen. Ich ziehe auch immer eine, aber das ist eigentlich mein normales Gesicht. Ja, das wissen die Leute einfach nicht, ne? Das muss man wissen. Ja, genau. Ich sehe so aus, Leute. Seit diesem Unfall damals mit der Zahnbürste. Frei erfunden, aber egal. Hört sich gut an, ne? Dieser Unfall damals. Heute nenne ich es Geburtstag. Just for fun, ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz ernst, Leute. Es kann sein, dass in der nächsten Woche für euch bei uns keine Folge hier kommt. Denn wir haben ein Aufnahmeterminproblem. Wir versuchen es zwar zu vermeiden, aber wir können es nicht garantieren, weil wir gerade eben aus diversen persönlichen Termingründen nicht zusammenkommen für diesen einen Freitag zum Aufnehmen. Wir werden das aber weiter fortführen. Wundert euch einfach nicht. Yes. Genau. Also wir hassen uns einfach noch nicht genug, dass wir aufhören wollen. Nee, also da muss die Arschigkeit ist noch nicht hoch. Da müsst ihr noch ein bisschen mehr Feuer, auch in den Kommentaren. Für mich ist das halt einfach nur, um den Content zu füllen, also von dem her. Genau, weil dir auch im Leben langweilig ist, ne? Ja, ich habe sonst nicht genug Spiele, es gibt so wenig auf Steam. Ja, vor allem Strategiespiele sind so... Ach, so, ich werde jetzt mal meine Gedanken anstrengen und den Gott mit dem Gott kommunizieren, damit ich die Pause rausnehmen kann. Und, alles klar. Die Zeit läuft weiter. Und ich hoffe, dass meine Wirtschaft nicht völlig ruiniert ist durch den Verlust von Sword. Alter, ey. Das stimmt, hast du dein Reich organisiert? Ja, aber es sieht momentan alles so mittelgeil aus. Wild. 10, ja, 5. Da kann ich hier nochmal 8 weniger kaufen. So, und hier, warte mal, was brauche ich davon hier auch nochmal 5 weniger? Dann. Ah, okay, wir sind wieder im Grün. Alles wieder in Ordnung. Wir können weitermachen. Der Verlust von 77 Millionen von unserem Volk, das ist ein ganz normaler Dienstag. Und dabei ist heute nicht mal Dienstag. Steinkult und Kingdom Underdark haben Frieden geschlossen. Steinkult. Ja. Jetzt zahlen sie mir Tribute. Von Panem? Von ihrem. Aber jetzt habe ich halt ein Problem, dass das hier alles jetzt hier voller ist. Ne? Die berühmten Tribute von ihrem. Sie haben sich dem Underdark unterworfen. Mal gucken, Leute, was sie jetzt noch machen können. Richtlinien? Bin immer noch auf streitsüchtig eingestellt. Ich kann aber auch vorherrschend gehen. Ganz im Ernst, komm, wir gehen so vorherrschend. Ah! Boom! Also, vorherrschend bringt noch mehr diplomatische Stärke aus Flotten. Diplomatische Bedeutung aus Flottenstärke. Flottenkapazität noch viel besser als streitsüchtig. So. Das ist fantastisch. Und hier kann ich immer mit handeln. Ah, das Schöne ist, ich spare jetzt auch ein bisschen Erlassforce durch das Wegfallen meiner ehemaligen Heimat. Das ist doch schön. Man muss das Positive im Leben sehen. Was ist... Ist eigentlich jetzt hier nur noch ein Durchgangswächter hier, ne? Aber der bringt mir so nichts. Ich glaube tatsächlich, dass ich diesen Kack hier abreißen kann. Weil Slash and Stomp, da gibt's nichts mehr. Es gibt hier nichts mehr. Ich kann das hier herabstufen. Ja. Kann einfach weg. Es ist traurig, aber wahr. Entschuldigung. Wir sind ja wieder vollständig voll, Freunde. Ich muss jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen drauf achten. Ne? Ich mache jetzt sehr wenig Legierungen. Der Verlust meiner Heimatwelt hat ein Legierungsloch in meine Kasse gerissen. Was haben wir da noch Schönes? Wo wir gerade eben dabei sind, Legierungen bauen zu wollen. Da, genau. Bin dran vorbeigesegelt. Hier auf Klapp geht's noch voran. Hier habe ich den. Verbessertes. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich meine Forschung natürlich noch weiter. Der Steinkult schwört mir heimlich die Treue. Interessant. Etablier mal die Botschaft bei denen. Ja.
Die wollen... Scientific breakthrough achieved. Ich könnte jetzt ihnen die Unabhängigkeit unterstützen. Gehen wir mal auf die andere Ark? Ja. Meine mir vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass der Steinkult viel lieber mein Vasall wäre. Das bedeutet Krieg. Was mag das denn bedeuten? Ja, sie haben es mir so ziemlich durch die Blume direkt gesagt. Ich glaube, da muss ich ein ernstes Wörtchen mit der... mit dem Steinkult reden. Entweder das oder ihr übergebt ihn mir de facto. Ja, einfach übergeben. Als außenstehender Blinky würde ich dies so sagen. Glaub mir, ich habe Erfahrung mit Vasallen, die machen nur Ärger. Eben. Oder gebt ihn mir. Finger weg von meinem Steinkult. Wir könnten die Unabhängigkeit unterstützen, Blinky, gemeinsam. Hey. Oh, dann kann ich die ganze Zeit die Steine angucken. Wo befindet sich denn der Steinkult? Unten in der Mitte. Ah. Ich werde mich mal für ihn aussprechen. Es tut mir leid, Maulwurf, aber ihr habt genug Steine in euren Höhlen. Du weißt aber, was dann passiert, ne? wenn der dann den Krieg beginnt, dann bist du mitten in der Ecke im Krieg. Da. Hey! Was? Was soll das? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, okay. Ich zieh zurück, Sie ziehen zurück. Deal. Wobei ich gerade eben ehrlich gesagt aus militärischer Sicht nicht wüsste, warum ich das nicht tun sollte. Aber was interessiert mich dieser Stein da unten? Ihr habt nur das Glück, dass ich kein Interesse an ihnen habe. Das freut mich. Weil es ist ja auch in meinem Interessenbereich. Warum solltet ihr Interesse dran haben? Das ist richtig. Schwächung. Ich bin der Hegemon des Nordostens. Das reicht mir. Ich der Südens. Ich noch der nicht der ganz, Galaxie. Blinky? Ja. Sitz. Seid froh, dass eure grünhäutigen Enklaven euch schützen. Ja, genau deswegen kann ich mir so eine Freckheit herausnehmen. Ich mache jetzt hier den Botschafterkomplex rein. Ei. That escalated almost quickly, ne? Ja, das ist. Und ich dachte, die Blinkies hätten sich das nicht gefallen lassen. Aber ja, ich kann verstehen, dass man sich mit der Slaughter Solution nicht unbedingt anlegen möchte. Wir sehen einfach keinen Nutzen in ihnen. So, es geht mal. Solange sie nicht Orks nennt, ist ja, glaube ich, alles in Ordnung. Er hat nur noch 2 gut. Dann brennt die Welt. Nur noch 2. Reiz es nicht aus, Blinky. Tu es nicht, nein, bitte. Ich werde wirklich sehr stark angesprochen dadurch. So, ich baue noch mehr Ionenkanonen, Leute. Solange wir uns hier noch weiter frotzeln. Mal 2.500 da rein. Off-Character hat von euch schon mal einer diese Schrotttypen ausprobiert. Ja. Ja. Die geben mir aber überhaupt nichts. Im Early Game sind die sehr stark. Ja, also du kannst damit halt mega krass einfach mit purem Geld Schiffe haben. Ja. Es ist halt einfach. Also ich hab jetzt gerade 4 Schlachtschiffe bei denen eingetauscht und 800 Legierungen bekommen. Jetzt ein bisschen wenig. Das ist zu knapp. Ja, das ist zu wenig. Ich habe davon profitiert, als Günther mich angegriffen hatte, hatte ich noch keine Flotte. Dann habe ich für 1200 Credits im Early Game 10 Korvetten gekriegt. Ja, das habe ich auch gemacht, nachdem der Kahn bei mir aufgeschlagen war. Dann habe ich da in mehreren Wellen habe ich da Korvetten und andere Schiffe gekauft, um da mich kompetitiv zu machen. Ja, also das ist schon ein ordentlicher Batzen, den man da abbekommen kann. Gott, oh Gott. Abbekommen tun nur meine Feinde etwas. Liebe. Frust. Liebe. Definitiv Liebe. Liebe. Hm.
Schon wieder Piraten! Ich kann hingehen, wo ich will. Ich habe immer Piraten, diese blöden Dreckschweine. Ich muss diese Verteidigungsmöglichkeiten noch weiter ausreizen. Man sieht ja, wohin da der Scheiß hier gerade führt, ne? Ich kriege hier einfach keine Verteidigung hin, also keinen ausreichenden Piratenschutz. Warte mal, hier könnte ich aber noch was machen, um das zu verhindern, wie ich gerade sehe. Indem ich nun bestimme, dass hier ein Orbitalring errichtet werden soll. So, der kann nämlich dann hier das verteidigen. Ja, nicht auch noch Orbitalring? Ja, hier gibt es noch einen Orbitalring, den ich noch machen muss. Wir brauchen noch mehr Orbitalringe. Jetzt bin ich hier schon wieder voll. Okay. Also ich kann mich gerade eben nicht beklagen. Ich mache sogar Legierungen jetzt wieder plus. Och, was ist denn das? Vorsitzender Jörg Fenn, wir haben erfahren, dass die in deinem Reich Individuum leben, dessen brillanter Verstand... Ach, die wollen meinen Wissenschaftler. Das kannst du vergessen, den kriegst du nicht. Ja, niemals bekommt ihr die wenigen, die bei uns schlau sind. Ich meine, wir hauen sie jeden Tag, weil sie Nerds sind, aber ihr kriegt sie nicht. Oder so ähnlich. Hier mach ich... kommen noch mehr Legierungen. So... Dann. Gibt's hier eigentlich auch noch einen Orbitalring? Ja, hier kann ich auch noch einen machen. Mehr Orbitalringe, please. Ich kann wahrscheinlich sogar nochmal fast eine ganze Flotte errichten. Ich kann sogar noch einen Titan mehr haben. Demnächst sogar zwei. Wir machen das. Also das erste, was wir machen, ist... Toll. Eine weitere Feuer-Plus-Klasse. Dann hätte ich gerne... Korvette. Nein, nicht auf 184. Ich drücke immer Steuerung statt Shift. Und dann noch die Schlachtschiffe. So 10, 18. Ah, komm, lass es auf 15 gehen und dann nochmal ein paar Kreuze rein. Jo. So machen wir das. Jo. Ich habe noch zwei Slots frei. Du baust jetzt mir... Ach, kann... Nee, wieder das Zeug. Naja. Überraumrelay bitte hier hinbauen. Construction. Gut, hier... Warte mal, hat die hier nicht irgendwo... Nee, es scheint zu passen. Okay. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Wir können nochmal eine Ionenkanone hin. Wir holen uns nochmal ein paar von unseren schicken Legierungen. So, und meine Flotte wird immer flotter hier gerade eben. Was haben wir jetzt hier? Ah, der ist ready. Das ist super. Dann nehme ich hier nochmal einen Handelsknoten rein und dann nochmal einen weiteren Hangar. Und dann noch das da rein. Söldner, halt Dividende. Eine Zitadelle würde ich hieraus nicht unbedingt machen, weil es nicht nötig ist. Der ist fast fertig. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Dividenden kommen rein. Ach, hier wurde gerade eben das Ding gebaut. Okay, perfekt. Hab mich gerade schon gefragt. Ich kann, wie gesagt, noch zwei weitere Stationen bauen. Frage ist, wo ich die noch hinmache. Da geht es jetzt eigentlich nur um noch mehr Verteidigungsmöglichkeiten. Komm, ich mache hier sogar noch den Sternhafen. Einfach, dass diese Linie jetzt endlich mal ein bisschen beschützt ist vor dieser blöden, sehr blöden Piraterie. Die mir einfach nur auf den Geist geht. Und sonst nichts.
Oh, der wurde gerade fertig. Perfekt. Flottenkapazität werden wir uns da reinzaubern. Und hier auch Flottenkapazität. Hier ist einer arbeitslos in meiner Ökominopolis. Das kann ich so nicht akzeptieren. Was ist denn das für ein Pop? Ein Sklaverich. Dann weiß ich, was ich da hier machen muss. Wohnraum haben wir eigentlich tatsächlich fast genug, ne? Aber das sind alles Spezialistenjobs ansonsten. Das ist das Problem. Ich kann halt die Sklaven hier keine Spezialistenjobs machen. Es geht nicht. Auf Lobby brauche ich keine Verteidigungsanlagen, ganz im Ernst. Voll Unfug. Das ist gröbster Unfug. Und das hier ist auch grober Unfug. Haben wir noch Legierungen rein und riesiges Einkaufszentrum. Noch mehr Handelswert. Ah ja. Why not? Ich guck mal gerade, könnte ich noch stattdessen was anderes machen? Nee. Nee, dann gehen wir hier wirklich. Also ich gehe hier auf riesiges Einkaufszentrum und eigentlich muss es ein Einigkeitszentrum werden, das Teil. Construction complete. Wenn ich irgendwann mal dazu komme. Ich guck mal gerade eben auf Lobby, was der Planet mir eigentlich Jobs hier bietet. Also ich habe einige Büroangestellte, die aber auch woanders arbeiten könnten. Komm, wir bauen mal. Wir bauen mal hier so ein Verwaltungsarchäologie-Dönschen. Einigkeitszentrum soll da rein. Ich meine, das Ding macht ja schon richtig krass hier, ne? An Werten hier. Kaufe gleich hier wieder, weil wir es uns leisten können. Was sagen meine Schiffe? Erstmal zahlt die Söldner-Enklave Dividende. Wo ist die zusätzliche Flotte, die angeblich gebaut wird? Wird nur ein Titan gerade eben gebaut. Hä, wo ist denn die? Aha. Muss ich nochmal ein bisschen mehr bauen. So, hier kommt jetzt nämlich noch ein Admiral rein. So. Das ist gut. Kaufe nochmal 2.500 hiervon. Dann fangen wir mal an hier mit Ankerplätzen. Logistikbüro Stern. Entschuldigung. Über was wird hier abgestimmt? LOL. Unverschämtheit. Ich sehe, was ihr vorhabt, Imperium des Heiligen Blicks. Ihr wollt eine permanente Ratsposition und ihr nutzt gerade eben sogar Gefallen dafür. Nein. Und wir nutzen keinen Gefallen. Dann nutzt ihr eure kleinen dreckigen Gesandten, um eure Gewichtung noch weiter zu erhöhen. Dies wurde von unseren Untertanen als Verlangen vorgetragen, damit wir unsere Macht stärken können. Dieses Spiel kann man auch zu zweit spielen. Ihr seht es doch bestimmt auch ein, dass wir beide zusammen im Rat weiter existent sein sollten. Nein, wir können dort vielleicht ein Gentleman Agreement machen. Wir können uns es nicht erlauben, dass in dieser Situation es zu einem Hegemon in der Galaxis kommt. Wir würden zu zweit den Rat führen. Den Maulwurf vergessen wir einfach. Was haltet ihr davon? Nein. Protest. Wir leben davon, dass alle Seiten ungefähr gleich stark sind. Gleich stark. Wir sehen bereits, dass keine Gleichstärke existieren kann. Das nehmen wir mal an. Oh. Das Nun ist eure Sicht der Dinge. Dadurch ist es gescheitert. Construction complete. Groß der Gefallenen. Nee, bin ich dagegen. Ganzheitliche Koordination von Vermögenswerten. Oh ja, dafür. Galaktischen Markt verlegen, ist mir egal.
Arbeitnehmerrechte widerrufen. Da habe ich momentan noch keine Meinung dazu. Das wird aber auch ewig dauern. So, nächste Technologie. Mein werter grüner Freund, ihr müsst es doch sehen, wie stark unsere diplomatische Bedeutung gemeinsam ist. Gemeinsam können wir über die Galaxie herrschen. Natürlich. In einer friedlichen Konstellation mit unseren Untertanen. Wir wollen aber gar nicht herrschen. Wir wollen Geschäfte machen. Geschäfte? Ha, ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn wir herrschen, dann wollen wir nur durch das Schwert herrschen und nicht durch Worte. Ihr seht nicht die Wahrheit, ist das Problem. Wahrheit ist eine Frage des Betrachtungswinkels. Wir sehen, dass etwas Furchtbares auf uns alle zukommen wird. Ihr dürft dies nicht außer Acht lassen. Oh, glaub mir, ich werde es nicht außer Acht lassen. Blind seid ihr, blind. Kurz mal out of character, also ich sehe auf jeden Fall, dass wir einen Bug haben, ne? Eine meiner Enklavenflotten wird mir als verbündete Flotte angezeigt. Das ist auch schön. Kann sie dich nicht angreifen. Nicht schlecht. Macht halt wenig Sinn, ne? Schwierig. Ja komm, lass da noch rein. Haben wir 18. Hier wird noch weiter verbessert. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier auch nochmal eins rein. Was ich verstehe, ist, warum ich Flower Power Robot Bauer nicht tributisieren kann. Wieso? Ich kann den Kriegsgrundtribut nicht auswählen. Müsste nun reichen, um das hier noch einzusammeln. Ah, ich habe keinen Unterwerfungskriegsgrund, aber wie kriege ich denn einen Unterwerfungskriegsgrund? Das ist eine verdammt gute Frage. Das weiß ich gerade eben auch nicht auswendig. Früher gab es den, aber den gibt es so in diesem Sinne nicht mehr. Nur wenn die komplett anderen Ansichten als du bist, sind. Dann hast du einen Unterwerfungskriegsgrund. So. Oh, was ist das? Ihr habt die Fluffy Knuffelpuffels? Ja. Oh. Es kam aber nicht von uns heraus. Sie haben uns die Anfrage gestellt. Das können wir nicht gutheißen, mein Freund. Nun, hinfällig. Das ist ja mal eine Nummer für sich, die jetzt hier gerade passiert. Wie stark ist er eigentlich er? Er ist mir auf jeden Fall komplett ebenbürtig. Ah, die Rivalität will ich mir jetzt aber nicht unbedingt. Ja, nicht Angriffsversprechen brechen. Wirtschaftspakt brechen. Construction. Ja, kann mir egal sein. Wir werden uns zurückhalten. Wir halten uns einfach komplett zurück. Nö, das passt so. Hier haben wir wieder einen Arbeitslosen. Wir können die Habitatwelt hier aufwerten. Noch mehr Dividende. Auch hier kann ich das Ding aufwerten. Das hier kann ich aufwerten. Das ist auch nochmal ein Habitat, das aufgewertet werden kann. Ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht. Ne, viel mehr habe ich gar nicht. Gott, es sind immer so viele Kriminelle. Unverschämtheit, auf meiner Ringwelt ist so viel Kriminalität. Ich habe aber auch fast keine normalen Jobs, ne? Guck mal hier. Kaufmann. 12 von meinen Leuten hier. Was? Ich müsste vielleicht mal irgendeinen von den anderen Spezies hier noch zu wohnhaft eklaren. Rechte festlegen.
ich ihn wohnhaft geben würde. Akzeptiere, dass ihr hier wohnt. Versteht ihr so in der Art? Dann die Menschen. Akzeptiere, dass ihr hier wohnt. Das mache ich jetzt so. Ich habe 62 Hyphen. Ich akzeptiere, dass ihr hier wohnt. Und bei denen auch. Dadurch entstehen jetzt halt noch Fraktionen. Ich weiß. Aber der Rest ist mir egal. Der Rest bleibt Sklaven. So. Das müsste jetzt hoffentlich ein paar Sachen jetzt hier dadurch jetzt hier ein Wohlgefallen auflösen mit ein klein wenig Glück. Na also. 15.000. Jetzt habe ich halt erst die Hülle, ne, aber es bringt mir schon ein paar Boni ein, das Ding. Eine Stufe fehlt noch. Was ist denn da los? Warum haben die Fluffy Knaffelpaar für seine Flotte hier? Das sind Dinge, die mir nicht gefallen, wenn ich sie mir so anschaue. Ihr kommt jetzt auch nochmal hier rüber. Nee, hier kann ich mir nicht leisten. Da dauert es noch eine Weile. Ach ja. Aber immerhin habe ich jetzt hier noch mehr Flottenkapazität rausgekitzelt. Also damit stehen wir schon wieder ganz, ganz gut da, Leute. Hier kann ich jetzt noch... Oh, das ist nice. Noch mehr diplomatische Bedeutung durch Wirtschaft und ein Wirtschaftsforum noch hier rein labastern. Ja, also dadurch wird jetzt hier der gute Ranger aber auch wirklich groß. Aber wie gesagt, mir kann es egal sein. Ich habe immer noch eine der größten Flotten überhaupt. Was ist denn mit denen schon wieder los? Ey, weg damit. Handelsknoten, Hangar. Weltraumhandelsunternehmen hier rein. Construction complete. Hier muss auch nochmal Hangar rein, Handelsknoten. Ditter und ditter. Der ist auf dem Weg zurück. Gut. Kann ich auf X noch irgendetwas machen? Ich habe noch auf jeden Fall noch genügend Jobs frei. Vor allem hier. Komm, wir nehmen noch den Botschafterkomplex auf die nächsthöhere Ebene. Was bringt mir eigentlich das? 78% Reichshauptstadt. Geht dann noch mehr Ressourcen aus Jobs hervor. Wäre halt praktisch, wenn ich halt hier richtig Forschung hätte, ne? Aber ich kann das hier nicht alles einfach einstampfen. Das führt zu massig Problemen, wenn ich das tue. Hier bei Cybrex Alpha, meine Forschungsringwelt. Ah, wir haben Sklaven befriedet. Na also. Hier habe ich keinen Wohnraum mehr im Moment. Das ändern wir mal. Durch diese Moves hier. 73% Kriminalität. Holy moly. Was sind denn das hier für Arbeiter? Immer noch Menschen, die hier übrigens versklavt sind. Hatte ich denen nicht gesagt, dass sie keine Sklaven mehr sind? Oder gibt es zwei verschiedene Humans? Humans. Wohnhaft. Ach, die sind noch Sklaven. Ah. Jetzt sind sie es nicht mehr.
Dem Spiel ist irgendwie noch nicht aufgefallen, dass die jetzt Jobs wechseln können, ne? Die machen halt hier nur jede Menge sinnlos Aufgaben hier. Das war ein Fehler. Wenn ihr meint. Glaubt tatsächlich, dass der gute Ranger hier Lumpereien vorhat. Und 80 von 200. Kommt da jetzt demnächst noch mein Titan? Werden noch Sachen verbessert, wie ich gerade sehe. Ne, Titan kommt, glaube ich, keiner mehr. Was ist mit dieser Flotte los? Da fehlen noch ein paar Kreuzer, wie ich sehe. Echt, jetzt habe ich hier Bandenkriege. Umsiedeln. Ernüchternd. Our ships have been made superior. Problem ist halt, dass sie halt die erstmal diese Jobs hier füllen werden, ne? Das ist das Problem. Wir haben trotzdem eine enorme Stabilität dafür, dass hier Bandenkriege sind. Sind wir mal ehrlich. Das sind die harmlosesten Bandenkriege, die man sich vorstellen kann. So, noch mehr Flottenkapazität. Klimawiederherstellung. Das nehmen wir in Angriff, Freunde. Oh, und ich sehe, dass wir bei 31 Minuten sind. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, ne, es kann sein, dass ab jetzt Ende. Ein paar Folgen nicht kommen. Falls wir keinen Termin finden. Wir hoffen es, dass wir es anders hinbekommen, aber versprechen kann ich es nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.